Heute berichten wir über den Ehrenamtsabend in Frastanz und bringen einen Bericht über das Jagdmuseum. Zudem zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Erntedankmarktes in Dünserberg. Herzlich willkommen bei Ihrem regionalen Fernsehprogramm. Ich begrüße Sie bei Walgott TV. Was wäre eine Gemeinde ohne Vereine? Ganz bestimmt nicht so lebenswert. Das denken sich auch die Verantwortlichen in der Marktgemeinde Frastanz und laden daher ehrenamtlich Engagierte einmal im Jahr zu einer Feier. Am 3. Oktober war es wieder soweit. Walgott TV war beim Ehrenamtsabend für Sie mit dabei. Guten Abend miteinander, willkommen im Adalbert-Welte-Saal zum Ehrenamtsabend. Warum Ehrenamtsabend? Die Gemeinde ladet alle Vereine ein zu dem Abend, also jeder Verein kann 5 Personen schicken. Und wir möchten uns bedanken an dem Abend. Das ist ein Dankeabend für die ehrenamtliche Tätigkeit, was ganz viele leisten. Und an dem Abend sind alle gleichwertig. Wir tun jetzt nicht Wert, ist das ein Sportler oder ein Künstler oder ist er in der Bibliothek oder sonst im Verein, sondern alle sind gleich und alle sollen mit dem Abend geehrt werden. Zum Empfang haben wir das Jugendhaus da, die bieten einen alkoholfreien Cocktail an und danach gibt es ein feines Abendessen und Getränke und dann kommt heute eine besondere Überraschung. Wir haben ganz eine tolle Musik, Amüs Göll aus dem Bregenzer Wald. Ehrenamt ist für die Gemeinde etwas sehr Wichtiges und man kann natürlich darüber sehr viele Worte verlieren. Ich denke, dass ohne Ehrenamt unsere Gemeinde viel ärmer wäre. Ehrenamt ist dazu notwendig, dass soziale Netze entstehen. Eine Zeitung über die Vereine wird das nächste Impulse sein. Sie liegt vor mir. Es ist die stärkste Zeitung der letzten Jahre, 52 Seiten und mit sehr vielen Bildern und es zeigt da auch deutlich jedes Bild für sich allein, was Ehrenamt darstellt. In diesem Sinne nochmals einen recht herzlichen Dank. Ich bin heute eingeladen worden von der Gemeinde, weil ich beim Obst- und Gartenbauverein tätig bin. Und zwar bin ich dort Mitglied im Vorstand und betreue hauptsächlich den Schulgarten seit 4 Jahren. Und ich freue mich, dass wir heute einen schönen Abend haben miteinander. Die Vorarlberger Museumswelt in Frastanz wird seit Jahren schrittweise erweitert. Nach dem Elektro- und Landesfeuerwehrmuseum öffnete nun auch das Jagdmuseum seine Pforten. Im Rahmen der Langen Nacht der Museen haben wir das Vorarlberger Jagdmuseum in der Energiefabrik an der Samina besucht. Wir haben heute einen schönen Festtag bei unserem Museum. Und zwar haben wir die Eröffnung des Jagdmuseums. Das ist wieder ein Meilenstein auf dem weiteren Weg zur Museumswelt. Weil wenn wir fertig sind, haben wir insgesamt 7 verschiedene Museen unter einem Dach. Letztes Jahr um die Zeit haben wir das Landesfeuerwehrmuseum eröffnet mit dem Wollerschopf. Das war auch ein Highlight. Heuer sind wir mit dem Jagdmuseum jetzt wieder als Eröffnung und so versuchen wir jedes Jahr ein weiteres Museum anzuschließen.
Wie gesagt, schlussendlich haben wir den 7. Heute kann die Vorarlberger Jägerschaft im Rahmen der Vorarlberger Museumswelt ihr Museum hier in Frastanz eröffnen. Wir sind seit 5 Jahren dabei, Materialien für den Bibliotheks-, Archiv- und auch Museumsbereich zu sammeln. Wir haben beeindruckende Stücke sammeln können und wir sind jetzt dabei, das in diesem neuen Museum zu präsentieren. Wir wollen dabei aber nicht nur die Geschichte der Jägerschaft und der Jagd darlegen, sondern auch die aktuellen Anliegen der Jägerschaft präsentieren, ihre organisatorische Struktur und vor allem die Herausforderungen, der sich heute die Jagd stellen muss. Wir sehen da auf der Vorderseite lauter Bäume. Auf der ersten hinteren Seite ist jeweils der Titel der Säule. Jede Säule hat einen anderen Titel. Wir sehen hier das Rehwild, das Gamswild, Niederwild und so weiter. Auf der hinteren Seite sind die Texte zur entsprechenden Säule und vorne ist die Vitrine selber mit dem Inhalt. Der Adler kommt aus dem Gebiet von der drei Schwestern. Dann haben wir den Adler versucht zum aufpäppeln mit unserem Waldaufseher, aber 3 Tage später ist er leider in die ewigen Jagdgründe eingeflogen. Und dann haben wir gesehen, wir müssen den Adler natürlich der Nachwelt erhalten, haben da ordentlich präpariert, wie man fachlich sieht. Und jetzt ziert er da oben unsere Jagdausstellung. Also ein stolzes Tier aus unseren Bergen. Gleich berichten wir über den Erntedankmarkt in Dünserberg. Zuvor werfen wir noch einen Blick auf den Veranstaltungskalender. Die Regio im Walgau sucht kreative Köpfe für die Zukunftsveranstaltung am 17. Oktober in Thüringen. Dabei geht es um ein Buch über die Zukunft im Walgau. Interessierte können sich im Büro der Regio anmelden. Unter dem Motto Kino vor Ort startet am 17. Oktober in Frastanz die 3. europäische Filmreihe. Den Anfang macht der Bildstreifen Lunchbox. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.frastanz.at/kino. Im Einklang miteinander machen die Dreiklanggemeinden Dünz, Dünserberg und Schniefis gemeinsame Sache. So auch am 5. Oktober beim Erntedankmarkt. Dabei konnten sich die Marktbesucher von der Vielfalt an qualitativ hochwertigen Produkten der Dreiklanggemeinden überzeugen. Die Dreiklanggemeinden Schniefis, Dünz und Dünserberg luden vor kurzem zum Herbstmarkt ein. Rund 14 Teilnehmer boten selbstgemachte Produkte wie Handarbeiten, Spirituosen, Eingekochtes, Käse und Würste zum Verkauf an. Bürgermeister Walter Rauch blickte mit Stolz auf den Markt. Er schätzt die gute Zusammenarbeit der Dreiklanggemeinden. Die Dreiklanggemeinden richten das 4. Mal den Herbstmarkt aus und davon jetzt 2 Mal am Dünserberg. Es freut uns natürlich ganz besonders, dass wir wirklich bei strahlendem Sonnenschein den heurigen Markt ausrichten dürfen. Wir können unseren Besuchern das handwerkliche Geschick, die kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich einige gesellige Stunden bieten. Und uns freut es ganz besonders, dass wir noch so einen schönen sonnigen Tag dazu heute bekommen haben. Armin Rauch vom Biobergvielfalthof in Dünz-Basik war mit unter den Marktteilnehmern und gab uns einen kleinen Einblick in die Vielfalt seiner Produkte. Also wir haben ganzjährig Produkte. Natürlich saisonal, aber auch im Winter haben wir verschiedene Sachen eingelegt, also eingelegtes Gemüse, Marmeladen, Pesto, Chutneys und so verschiedene Sachen, Kräutersalz, aber natürlich im Winter auch Gärmost, Glühmost und ja, Obst, was haltbar ist und ja, auch ganz Verschiedenes. Ja, wir haben ein bisschen Vielfalt, wir nennen das auch Bio-Bergvielfalt, also wir haben nicht nur Obst, sondern auch Gemüse. Wenn wir da sehen, das sind Riesentomaten, oder? Oder die Green Zebra ist jetzt zum Beispiel auch ganz eine tolle Tomate vom Geschmack her. Crimea,
ganz was Besonderes. Und was wir jetzt heute auch dabei haben auf dem Markt, das ist die Scheibengurke. Die tun wir mit Käse füllen und überbacken. Und das ist ganz eine tolle Vorspeise oder auch Zuspeise. Für Vegetarier natürlich ganz, ganz herrlich. Und so haben wir natürlich eine Vielfalt auch an Edelbränden, an ja, verschiedene Gemüse, Kürbis, Cremesuppe. Und was jetzt auf dem Markt auch ganz speziell ist, wir haben eine Mosterei dabei und dann Schaumosten machen. So ein frischer Süßmost schmeckte nicht nur den jüngsten Besuchern. Wer dann zum Essen doch gerne einen guten edlen Tropfen aus der Region probieren wollte, war bei den drei Winzern aus Dünns bestens beraten. In der Dreiklanggemeinde gibt es eigentlich drei Winzer. Die drei Winzer sind in Dünns, wohnen alle in der gleichen Straße. Das ist die zwei Gomsbrüder und ich. Wir haben einen 3-Jahr-Standort Weinberge, also dran, der größte haben wir in Blödestinnen. Dort bauen wir einen Müller-Thurgau und einen Zweigeltal. Und da gibt es auch einen Dünns, wo auch Müller-Thurgau, Chardonnay und Zweigeltal gebaut wird und auch noch in Rönz. Dort wird auch Müller-Thurgau und ein Zweigeltal gebaut. Das, was wir da machen, ist ein reines Hobby. Und wir nehmen uns ein Hobby, muss viel Geld und Arbeit kosten. Und wir machen wirklich das aus Überzeugung, weil wir einfach gern in der Natur sind, gern mit der Natur arbeiten. Und der Wein fütert sich da einfach an. Da ist das ganze Jahr vom Wieberg bis in den Keller Arbeit. Das sonnige Herbstwetter lockte zahlreiche Besucher aus der Region nach Dünserberg. Auch Gerda von Brühl aus Rönz ließ sich einen Marktbesuch nicht entgehen. Ich finde es wunderschön, dass das heute wieder daheim stattfindet und ich gang eigentlich auf bei jeder Gemeinde, wenn etwas ist, oder? Und mich faszinieren die Ständle alle so und kaufen überall etwas und trinken und isst, wie es gehört. Und ich finde es irrsinnig schön, dass sie das machen. Zum geselligen Rahmen des Marktes trugen eine gute Bewirtung und die Harmoniemusik Schniefis bei. Anfang Dezember laden die Dreiklanggemeinden bereits erneut zu einem Marktbesuch, dem Christkindlmarkt in Schniefis, ein. Somit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Walgau TV. Wenn Sie unsere Sendung teilweise verpasst haben, dann besuchen Sie uns im Internet unter www.walgau.tv. Dort können Sie alle Beiträge nachschauen. Ich danke für Ihr Interesse und verabschiede mich im Namen des gesamten Teams von Walgau TV. Eine gute Zeit und bis bald.